Ladies and Gentlemen, im heutigen kurzen und schönen Guide geht es um die Weiterführung meines Belagerungs- und Verteidigungsguides, wo ich mir überlegt habe, dass ich da eine Serie rausmachen könnte. Wir hatten das Katapult, wir haben die brennenden Kessel, wir haben den Bogenschützenposten und heute geht es um das neueste Schmuckstück in Funcoms Arsenal, die Balliste. Wenn du wissen möchtest, wie du eine Balliste baust, woher du sie bekommst und was du alles brauchst und wie sie funktioniert, bleib dran, wird ein kurzer Guide, aber danach verstehst du alles. Genau wie schon einst beim Katapult benötigt ihr erstmal ein Fundament. Dieses Fundament könnt ihr wie immer an der Werkbank eines Zimmermanns bauen. Das ist das Belagerungsfundament. Ich habe jetzt gerade keine Materialien mehr drin, aber ihr seht, ich habe schon eins gebaut. Ihr braucht Holz, Ziegel und Eisenverstärkung. Wenn ihr das gebaut habt, dieses Fundament, dann ist der nächste Schritt genau gleich wie damals beim Tribok. Ihr braucht eine Tribok-Basis. Ohne die geht nun mal nichts. So, wenn ihr also die Tribok-Basis habt, dann geht's weiter. Ihr geht zu eurem kleinen, aber feinen Katapult hier hin, rüstet die Tribok-Basis aus und drauf damit. Könnt euch ein bisschen Zeit sparen, wenn ihr sie von Anfang an richtig ausrichtet. Könnt ihr aber auch später machen, ist vollkommen egal. Wenn ihr die Basis also platziert habt, dann geht ihr nun dahin, klickt E und jetzt habt ihr die Auswahl. Bevor wir jetzt dazu kommen, also ihr seht, wir können sie jetzt bauen, aber bevor wir jetzt dazu kommen, um das Ganze zu bauen, müsst ihr hier bei Bau erstmal den Ingenieur gelernt haben, denn da bekommt ihr das Belagerungsfundament und die Tribok-Basis und ihr könnt jetzt Ballisten bauen. Das heißt, ihr lernt jetzt Balliste und hergestellt seht ihr an der Tribok-Basis. Das ist das Wichtige. Im nächsten Schritt heißt es immens lange warten. Das hier ist 100-fache Geschwindigkeit und ihr seht, wie schnell das Ganze gebaut wird. Also es lohnt sich zwar, aber es dauert. Das ist eure Ballista. Wenn ihr jetzt die Balliste öffnet, dann seht ihr hier, ihr könnt verschiedene Dinge herstellen. Für alles braucht ihr, also nicht für alles, ihr braucht zum Beispiel für den Bolzen Eisen und Holz. Für diesen Bolzen braucht ihr Stein und Holz und hier braucht ihr logischerweise Sternmetall. Gleiches funktioniert nur mit Eisenstein, mit Sternmetallerz oder mit normalem Stein wieder auch bei den Bällen. Es gibt zwei unterschiedliche Munitionsarten, wie ihr seht, das sind Bolzen und Bälle. Bälle sind gut gegen Strukturen. Und Bolzen sind gut gegen Humanoide oder Avatare. Bolzen sind aktuell, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme, absolut overpowered. Also ein einziger Bolzen hat bei mir gereicht, um so ziemlich jeden Boss im Spiel wegzubrezeln. Ich habe das aus Spaß mal getestet, habe jeden Boss gespawnt und tatsächlich, ein einziger Bolzen reichte vollkommen aus und der Boss war weg. So, nachdem ihr Munition habt, geht's ans Ausrichten. Zumindest ans grobe Ausrichten. Zielt in etwa dahin, wo ihr hinschießen wollt. Diese Ballista ist im Gegensatz zum Trebuchet etwas mobiler. Ihr seht, wir können das Tor in Beschuss nehmen und das. So, jetzt kommt es darauf an, wie ihr die Ballista benutzen möchtet. In dem Fall möchte ich einmal die Bälle ausprobieren. Also, wenn ihr die Munition wechseln wollt, aktuell ist es leider nicht anders möglich, müsst ihr nach vorne gehen und zieht die Munition von hier nach dort oben. Ich empfehle euch, habt immer dieselbe Munition und nicht 30 verschiedene Arten da drin, sonst wird es schnell voll. Wenn ihr jetzt die rechte Maustaste gedrückt haltet, dann lädt sich die Ballista komplett durch. Zieht bis zum Ende und ihr habt den vollen Schwung. So, ist die Ballista voll geladen, heißt es zielen. Die Ballista schießt nicht an den Punkt, wo der weiße Fleck ist, sondern die Ballista schießt quasi durch Kimme und Korn. Also zumindest meiner Erfahrung nach müsste das hier circa die Tür treffen. Seht ihr? Zielt immer ungefähr Kimme und Korn. In dem Fall wohl eher nur die Kimme ohne Korn. Ungefähr so, dass dieser Strich hier euer Ziel im Blick hat. Na, seht ihr. Und weg ist das Ding. Also das hier funktioniert schon mal. Seht ihr die Schlange, die da sitzt? Versuchen wir doch mal, ob es auch Mannstoppwirkung hat. Dazu geht ihr einfach nach vorne. Jetzt rüstet ihr eure Bolzen aus. Geht wieder richtig schön hier hin. Und es wäre schön, wenn sich mal jemand kurz zur Verfügung stellt, weil Schlangen sind immens schwer zu treffen, weil die so eine unglaublich blöde Hitbox haben. Seht ihr? Getroffen. Übrigens hier könnt ihr deutlich besser mitzielen. Seht ihr? Das war's. Ihr könnt deutlich besser mitzielen, weil die Spitze des Pfeils ist circa, also in 90% groben, der Ort, wo ihr hintrefft. Ihr seht, da hinten steht jemand. Ich ziele jetzt mal mit der Pfeilspitze. Zack. Gegner weg. Das heißt theoretisch, wenn ihr mit dem Trebuchet, Avatar etc. hier die Burg weggehauen habt und ihr vernünftig zielt, könnt ihr von hier den Boss weghauen. Ich möchte euch das mal ganz kurz demonstrieren. Seht ihr? Kopfschuss mit dem Ding und der Boss ist weg. Also vollkommen overpowered. So, genug rumgespielt. Also Bolzen gegen Leute, Kugeln gegen Gebäude. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie ihr das bauen könnt. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wo ihr das alles herkriegt, welche Materialien ihr braucht und was ihr damit anfangen könnt. Ich hoffe, die kleine Demonstration hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, wollt euer Ries. Euer Wolf.